Wir kriegen alles hin, Leute. Wir machen heute einen Chili Cheeseburger für alle, die jetzt komplett neu sind, weil sie nicht mitbekommen haben, dass der andere für alle, die erst sechsmal abgekackt ist. Wir haben heute schon fünfmal neu gestartet, ungefähr. Jetzt geht alles. Ich hoffe, es bleibt so. Und ja, was soll ich sagen? Wir sind ja seit anderthalb Jahren hier eigentlich immer nur noch am Optimieren, neue Technik kaufen. Wir kaufen bald wieder neue Technik, so viel steht für mich fest. Ja. Und ich hoffe, dass es irgendwann einfach gut wird. Nur langsam. Also ich sehe bisher nur Kartoffeln. Anderthalb Jahre am Optimieren. Jeden Stream wird schlechter. Das nennt man Optimieren. Ey, wir brauchen, je mehr Technik, desto schlimmer wird's. Einfach nur ein Handy nehmen. Bekuni, Permaban. Ihr macht dasselbe zu Hause, wenn ihr mitmacht. Ihr könnt jetzt schon mal eure Kartoffeln, eure Süßkartoffeln und die Kartoffeln in den Topf geben und kochen. Das geht so. Man nimmt einen Topf, Wasser, Salz, Kartoffeln rein. Wie viel Salz? 14 Teelöffel. Bitte nicht so viel. Zwei. Mach zwei, drei Teelöffel. Sind da jetzt mehr Kartoffeln als Süßkartoffeln drin? Ich es sind mehr Süßkartoffeln als Kartoffeln drin. Gut, perfekt. Du kannst das aber schon mal irgendwo hin. Ich hatte auch zu viel gekauft, ne? Eben. Das wollte ich nämlich sagen. Ja. Nö, also. So, jetzt koche ich die einfach nur. Das war's. Ich bin schon mal durch. Kochi-Mori. Das war einfach. Hello, welcome to this international livestream. We are the Sizzle Brothers and we present you today a Wagyu Burger with a Menge Hack and some good sauce, but we don't deliver in the USA and so on. And so only on. in the Germany. And we are bilingual unterwegs. Bilingual. And this is the holy shit, the holy grail of Chili Cheese Sauce. Und keiner denkt, dass ich so fantastisch gut Englisch spreche. Ich muss mal pullern, ich habe mir schon wieder einen reingeschraubt. Ich muss pullern. Das eine 95% der User, die bereits Chili Cheese Sauce probiert haben, sagen, sie ist warm besser als kalt. Habe ich gerade, glaube ich, gelesen. Okay, also wir nehmen jetzt, hier sind schon 3 Esslöffel Olivenöl. Da ich die doppelte Menge mache, nehme ich nochmal 3 Esslöffel. Ich mach sie nochmal aus. Und mache den also wieder so weit voll, wie er eben war. 6 Esslöffel. 6 Esslöffel Olive Oil. Olive Oil. Und jetzt passen allerdings auch 3 Esslöffel von diesem wunderbaren Apfelessig hervorragend hier rein, denn wir wollen es ja ein wenig sauer auch haben. Und jetzt reicht mir natürlich dieser eine Teelöffel Honig nicht. Zum Glück ist das schon mehr richtig gut. Ja, ich guck mir einfach mal an, wie es hier ist. Es ist ja auch nicht so, dass man... Hier ist doch wunderbar. Das mag ich so an Johannes, der weiß einfach, wie es läuft. Das mit dem Honig, so war auch eine klasse Sache. Das ist der perfekte Honig dafür. Aber es freut uns natürlich immer, dass ihr alle am Start seid. Wir sind jeden Mittwoch hier um 18 Uhr live. Und ich werde das Rezept, was wir heute machen, schreibe ich zusammen und verschicke das montags per Newsletter. Das heißt, ihr könnt euch gerne für unseren Newsletter anmelden. Ist völlig kostenlos. Kriegt das Rezept und kriegt dann von mir immer noch ein bisschen Werbung oder mal eine Info. Also ich habe in letzter Zeit, wie viele News habe ich geschrieben? Ungefähr 30 verschiedene Themen. Corby, da müssen wir mal eine Abmahnung schreiben hier für Hannes, ne? Das Thema ist durch. Gut, dass ich... Also ihr könnt euch gerne anmelden für Newsletter, der Link müsste hier irgendwo gleich sein. Ansonsten gebt ihr einfach ein newsletter.sizzlebrothers.de, könnt euch da anmelden und dann kriegt ihr halt, ich habe jetzt mittlerweile über 30 Stück gebaut, um über uns, unser Unternehmen und das, was wir tun und so weiter zu informieren. Es lohnt sich also. Das ist hier die Wagyu-Zucht Nordfriesland, ne? Ganz sympathischer Familienbetrieb. Ich sag mehr dazu nicht, weil da noch mal ein Video dazu kommt. Aber ich kann euch eins sagen, dieses Wagyu-Hackfleisch ist Next Level und, soll ich ja schon sagen, es ist im Preis-Leistungs-Verhältnis, ich glaube, ungeschlagen. Weil es direkt vom Erzeuger kommt und nicht ein Zwischenhändler über einen Betriebsweg ist sozusagen. Und wenn das Video kommt, kann ich euch sagen, es ist auf jeden Fall ausverkauft oder ich hoffe, dass es dann ausverkauft, weil wir einfach was Gutes tun wollen. Sonst kann das sein, das heißt, ihr habt jetzt nochmal Insider-Informationen gehabt. Ich weiß noch gar nicht, ich glaube, es ist sogar auf Lager. Das Video kommt aber sehr zeitnah und deswegen... Ich kann an der Stelle sagen, dass die Union Berlin zum Beispiel sehr viel von diesem Wagyu-Fleisch konsumiert. So ist es. So. Und das können wir jetzt so verarbeiten. Man kann natürlich einfach Patties kaufen. Aber das ist wirklich jetzt ein Insider-Tipp. Ihr werdet es dann im Video sehen, warum, wieso, weshalb. Ihr habt es einfach schon mal vorgehört. Da verdient ihr übrigens auch kein Geld, wenn ich euch das so sage. Habe ich kein Affiliate-Ding für euch. Ich mache Folgendes. Ich habe jetzt hier kein Salzpfeffer, wie Hannes gerade schon sagt, rangemacht, weil dieses Fleisch ist extrem geschmackintensiv. Ja, da muss man auch nicht mehr viel haben dann. Hier geht es um puren Geschmack und ich forme die heute mal von der Hand, habe ich mir überlegt. Dazu einfach eine Kugel und dann, Also wenn ihr hier irgendwo Fleisch seht bei uns, wisst ihr immer, das hat irgendwie eine gewisse Qualität und auch eine gewisse Story dahinter. Wir wollen die Kleinen finden und da was Gutes tun, weil wir wissen, dass es den Tieren halt immer gut geht. Also hier ist der ganze Fuhrpark, Smoker, dann ist hier Gasgrill, Holzkohlegrill, normaler Holzkohlegrill, dann großer Napoleon Gasgrill und ganz neu heute gekommen, verrate ich noch nicht, aber ist ganz geil.
Sieht noch nach nicht so viel aus, aber ist gigantisch gut. So, dann habe ich hier noch einen, da und den noch. Also ein paar Geräte sind da und trotzdem machen wir heute auf dem Elektrogrill weiter, weil ich habe mir gedacht, macht auf jeden Fall auch mal Sinn, den mit einzubinden, denn dieses Gerät ist fantastisch und wenn ihr auf dem Balkon einen Balkon habt und ihr dürft mit Gas nicht grillen, denn auf vielen Balkonen ist nicht erlaubt mit Gas zu grillen tatsächlich, dann ist das vielleicht ganz spannend für euch und das ist echt eine Maschine, der geht bis 500 Grad hoch. Hat einen Deckel, wie ihr seht, hat demnächst auch noch ein paar Neuerungen, die ich noch nicht verraten darf. Und ja, macht Spaß. Das ist schon geil. Muss ein bisschen aufpassen. Bei Burger Patties ist es tatsächlich so, der beste Zeitpunkt, sie zu drehen, ist der, wenn ihr hier oben drauf, dann sieht man hier oben gleich, dass es so ein bisschen flüssiger wird im besten Fall. Und dann kann man den super drehen, hat man eigentlich die besten. Und guckt euch mal das Verhältnis von Fett zu Fleisch an. Ich finde das beeindruckend bei Wagyu auf jeden Fall. Oh, oh. Oh, nice. Oh, oh nice. Oh, bin ich mal gespannt. Guckt euch mal mein Fieber an, wie viel Fett da drauf ist. Ne? Die zerfallen halt auch viel schneller, weil die eben ne, schon ein bisschen fettiger sind. Ich glaube, die können noch ein bisschen. Guckt es euch an. Sieht geil aus, oder? Le Chili Cheese Sauce, bitte. Gürki? Diese Konsistenz, ne? Ich hoffe, dass sie euch gefällt. Ich mache jetzt eine kalte Version und eine warme, ja, Hannes? Der Burger ist, hein? Töte die Patties nicht so, lese ich hier im Chat. Ja, wo wir gucken. Oh Gott. Ey. Aber wenn ihr den probiert, dann fiddelt ihr den jetzt, ne? Das nervt mich. Oh. So, was ist mit Tod gebraten, hä? Was ist los, mit Tod, Leute, hä? Junge. Was mit Töten? Hm? Oh mein Gott. Alter, Digga, ich, oh Gott, das sieht so gut aus. Was los mit Tod gebraten hier? Ich mache nur einen Selbstversuch, wegen kalter Soße und ihr wisst ja und so. Alter, brutal. Probier mal. Mach mal nochmal noch mal durchschneiden. Das machen wir dann nochmal. Mm. Wir grillen den Burger nochmal seitlich an. Knaller. Oh, brutal. Baby, Alter. Verdammt, Axt. Alter. Die ist käsig. Sind leichte Schärfe. Cremig. Und hier ist unsere Marinade, wollte ich gerade sagen. Unser Dressing. Da ist ein bisschen Salz, Pfeffer drin. Honig, Apfelessig. Dijon-Senf. Wenn ich was vergessen habe. Ah, Olivenöl. Oh, oh Hansi. Guck mal. Alter, Hansi. Guck mal, das läuft aber, du. Das läuft wie geschnitten Brot hier. Ohne Scheiß. Guck mal, das ist Süßkartoffelstampf. Fantastico. Bis auf die Walnüsse sieht's lecker aus, Freunde. Ein paar Walnüsse, meine Güte. Unsere Soße ist auch mehr als nur warm, Johannes. Egal, ich mach drei Teller, fertig. Und dann passt das schon. Ich sag's euch ganz ehrlich, die meisten Menschen dürfen nicht mit Gas oder Holzkohle arbeiten, weil in der Stadt ist das in aller Regel untersagt und dann musst du auf Elektro ausweichen. Leute, was sagt ihr? Von daher haben wir gesagt, was sagt ihr? Alter, sieht das gut. Alles klar, Achtung, wir verheiraten. Boah, Junge. Da ist er. Geil, Alter. Und jetzt nimmt man diese Hälfte. Und einmal hier drupp. Ich sag's euch, Leute, das ist der Scheiß. Das sieht zwar komisch aus, aber es ist der Scheiß. Endlich hast du mal mitgedacht. Wir gucken mal. Kurz trocken. Boah, Alter. Könnt ihr das sehen, wie saftig der ist? Gib mir meinen Burger jetzt, ja, ja. Du kannst Wagyu ja auch gar nicht trocken machen, eigentlich, weil da so viel Fett for drin ist. For you, my feelings are true. Jetzt um, du darfst jetzt was essen. Ich esse hier keinen Burger. Guck mal, ich habe nur eine Frikadunse. Ach, du isst mit Gabel, ne? Alter, fahr weiter. Ist der geil? Alex isst nicht mit Gabel. Ich mach das auch nur, damit ich nicht so reinschnee und die Hände dreckig habe, weil ich hier immer mal was gucken muss, wisst ihr? Sonst würde ich den auch so essen. Jetzt bin ich mal auf den Salat gespannt. Ist gut der Salat, ne? Hätte ich auch nicht gedacht. Also, uns wurde ja vorhin der Salat schon madig geredet, der ist klasse. Erstaunlich gut. Erstaunlich gut. Ihr könnt uns einen riesen Gefallen tun und sie bei uns im Shop bewerten, denn es kennen natürlich noch nicht so viele Leute die Soße und Bewertungen helfen immer, dass Menschen sagen, okay, will ich auch gerne mal probieren. Seid einfach ehrlich dabei, das würde uns auf jeden Fall immer sehr, sehr freuen. Also. Nächste Woche wieder, 18 Uhr. Die Rezepte geben wir Freitag spätestens bekannt. Machen wir so einen Grundgrill? Ah, mal gucken, was wir nächste Woche machen. Vielleicht können wir auch was Kreatives, wo ihr einfach zugucken könnt. Ja. Toben uns mal aus. Wir haben im Kühlfach noch so Tierzeug. Ja. Und? Wo? Macht Tim! Schönen Abend noch.